Nach Drama Geburt, Jörn Schlönfeucht war Mama und Papa. Vergangenen Dezember wurde das Leben von GZSZ-Star Jörn Schlönfeucht, 31, und seiner Verlobten Hanna Weick auf den Kopf gestellt, denn das gemeinsame Töchterchen Delia erblickte das Licht der Welt. Der kleine Sonnenschein macht seine Eltern seither stolz wie Oscar. Leider verlief die Geburt alles andere als reibungslos, musste zeitweise sogar um Leben bangen. Jetzt erinnert sich das Traumpaar an die schwierige Phase zurück. Sie gingen durch die Hölle. Während der Schwangerschaft erkrankte am sogenannten Herzsyndrom, einer Schwangerschaftsvergiftung. Da die neue Mama nach der Geburt mit ihren Kräften völlig am Ende war und sogar ums Überleben kämpfte, musste für seine Liebste und sein Neugeborenes da sein. Dass das für den Swap-Darsteller eine echte Herausforderung war, verriet er gegenüber RTL: "Das war für mich natürlich schwer, nicht zu wissen, was mit Hanna ist. Unser Kind ist gerade geboren worden und ich musste auf einmal zwei Rollen gleichzeitig übernehmen, Mama und Papa. Das hat mich auf jeden Fall an meine Grenzen gebracht. Jetzt, da glücklicherweise alles wieder gut ist, ziehen die beiden Verliebten Bilanz. Die schwierige Phase hat die kleine Familie definitiv näher zusammengeschweißt." Gegenüber Promi Flass verriet Ben Milka Huseroning: "Ich bin so froh, dass ich so einen tollen Mann an meiner Seite habe, der alle Aufgaben übernommen hat.